Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen weiter mit Star Wars The Old Republic. Beim letzten Mal sind wir hier wieder angelangt in Odessen und ich glaube, wir können jetzt Kapitel 5 abschließen. Schauen wir mal, die Lana Beniko will mit uns reden, da ist er auch schon. Was ist denn er hier? An den erinnere ich mich nicht mehr. Allianz Fahrzeugingenieur, scheint mir auch nicht so wichtig zu sein. Vielleicht ja jetzt im Gespräch, mal schauen. Da hinten auch der Itorianer hier. Gute Neuigkeiten, Commander. Ich habe jede einzelne Datei zusammengetragen, die wir auf Iokard finden konnten. Mit einigen der technischen Daten sollte es uns möglich sein, die Greystone zu verbessern. Wir brauchen jeden Vorteil. Das Schiff liegt im Trockendock, während wir die Verbesserungen fertigstellen. Aber Tora und Hylo haben schon eine neue Crew zusammengestellt. Unsere Scouts melden, dass die Strahlungswerte auf Iokard immer noch gefährlich hoch sind. Sie stören die Navigation und die Kommunikationssignale. Wir kommen nicht nah genug ran, um dort etwas zu erkunden. Und es gibt keine Spur von Scorpio, falls sie wirklich mit Iokard verschmolzen ist. Hoffen wir, dass es so ist. Haltet mich auf dem Laufenden. Ich hätte sie vernichten sollen. Nee, haltet mich auf dem Laufenden. Wir haben gerade mal an der Oberfläche dieser Welt gekratzt. Gebt mir sofort Bescheid, wenn wir sicher dorthin zurückkehren können. Ihr werdet es als erstes erfahren. Meine Agenten jagen Arkan schon seit er von Vos geflohen ist. Die Spur verläuft sich irgendwo auf Nar Shaddaa. Wir gehen davon aus, dass er sich dort umfangreiche kybernetische Verbesserungen beschafft hat. Der Penner. Verbesserungen retten ihn auch nicht. Er ist verzweifelt, versucht ihn lebendig zu schnappen. Verbesserungen retten ihn auch nicht, sage ich. Er wird nie stark genug sein, um gegen mich zu bestehen. Baelin jagt ihn auch. So langsam dürften ihm die Verstecke ausgehen. Der Allianz-Geheimdienst wird Arkan weiterjagen. Wir finden ihn. Super. Ich wollte euch etwas fragen. Wie habt ihr Baelin an Bord der Greystone besiegt? Das war ich nicht. Valkurion hat eine Konditionierung ausgelöst, die tief in Baelins Geist vergraben war. Sie wollte mich niederstrecken, konnte es aber nicht. Ich verstehe. Das muss für Baelin schrecklich gewesen sein. Aber für die Allianz ist das natürlich eine gute Nachricht. Trotz allem, was wir durchmachen mussten, sind wir stärker denn je. Gebt euch nicht der Selbsttäuschung hin. Wenn ich sie nicht konditioniert hätte, würde Baelin Tod und Verderben auf diese Welt herabregnen lassen. Ihr seid stark, aber sicher seid ihr nie. Aha. Sie schleppt immer noch den Ding mit. Diesen Roboter. Ich brauche eine Flotte, die meine Befehle ausführt, ohne sie zu hinterfragen. Gib sie mir. Stelle Verbindung mit Gemini-Frequenz her. Setze alle Einheiten auf Standardprogrammierung zurück. Rücksetzung abgeschlossen. Erwarte Eingabe. Oha. An Schiff 9947. Zerstöre Schiff 3265. Alles ist so viel besser, wenn jeder seinen Platz kennt. Und weg mit dem. Naja. Jetzt hat sie wohl eine ganz schön gehorsame Flotte. Aber ob das so schlau ist im Endeffekt, wer weiß, wer weiß. Ja, das war Kapitel 5, stand da gerade eben. Mal gucken, was jetzt passiert in Kapitel 6. Der Schlund des Drachen. Immer noch auf Odessen hier, so wie es ausschaut. Wir haben schlechte Neuigkeiten. 6 Allianzpatrouillen, 4 Außenposten, ein Versorgungskonvoi vom Sith-Imperium. Alle in der letzten Stunde von der ewigen Flotte zerstört. Es kann nur einen Grund dafür geben. Baelin hat wieder die Kontrolle über die Gemini-Droiden. Wir müssen handeln. Scorpio kann uns vielleicht helfen. Ihre Macht bleibt gefesselt. Vielleicht kann uns Scorpio ja helfen. Scorpio hat die Gemini-Einheiten schon einmal befreit. Vielleicht hilft sie uns wieder. Können wir sie kontaktieren?
Yukat massives Strahlungsgebiet. Jeder Übertragungsversuch ist gescheitert. Unsere einzige Option ist, Valen zu stürzen. Aber im Turm ist sie nahezu unangreifbar. Ich habe jemanden gefunden, der helfen kann. Ein Maulwurf auf Sakul. Da bin ich ja mal gespannt. Ein neues Crewmitglied hier für uns? Ich habe die Flotten Horowitz gesehen. Eine schlimme Sache. Ich entschuldige mich im Namen meines Volkes. Und ihr seid? Indosal, Vergnügungsmagistrat und persönlicher Bediensteter von Kaiserin Valen. Sie ist eine Plage für die guten Einwohner Sakuls. Aber wenn wir zusammenarbeiten, können wir sie stürzen und diesen verdammten Krieg beenden. Der mit seinen Haaren, ey, der sieht auch aus. Es war richtig, zu uns zu kommen. Ich würde euch gerne glauben. Lana sorgt dafür, dass er loyal bleibt. Dann sagen wir mal, Lana soll mal dafür sorgen. Habt ihr das aufgezeichnet, Lana? Jedes einzelne Wort des Hochverrats. Seht es als Versicherung. Wenn ihr auch nur daran denken solltet, uns hinters Licht zu führen, schicken wir Valen den Beweis für euren Verrat. Keine Sorge, Indo ist sauber. Aber gewillt, sich die Hände schmutzig zu machen. Valen veranstaltet auf Sakul eine Feier zu ihrem Ruhm. Die Gästeliste ist äußerst exklusiv, aber ich kann Einladungen und Verkleidungen besorgen. Alles, was ihr braucht, um die Feier zu infiltrieren und die Kaiserin zu stürzen. Das ist ja cool, ey. Valen wird wissen, dass ich da bin. Das wird ein Kinderspiel, das sagen wir mal, komm. Valen wird mit Feiern beschäftigt sein und nicht ahnen, dass sie mein nächstes Opfer ist. Selbst wenn wir nicht erkannt werden, bräuchten wir eine Armee, um durch ihre Verteidigung zu kommen. Und eine Armee werdet ihr auch haben. Valen will bei der Feier meine guten Freunde hinrichten lassen. Eine Gruppe von Sakul-Rebellen. Rettet die Rebellen, dann helfen sie euch, die Kaiserin zu stürzen. Die Allianz nimmt sie gerne auf. Ja. Valens Feinde sind meine Freunde. Ich tue alles in meiner Macht Stehende, um für ihre Sicherheit zu sorgen. Ich wusste, dass es richtig ist, mich an euch zu wenden. Es könnte funktionieren. Ich kann mich mit T7 in das Sicherheitsnetz hacken. Und ich helfe euch, nah genug heranzukommen, um Valens Konditionierung auszulösen. Wie aufregend. Das heißt dann also, Operation Drachenschlund kann starten. Ihr seid jetzt einer von uns. Enttäuscht mich nicht, Operation Drachenschlund. Enttäuscht mich nicht, wird gesagt. Trefft die Vorbereitungen. Wenn auch nur eine Sache schief geht, seid ihr dran. Keine Angst, Fremdling. Ich habe einen Ruf zu verlieren und eine Heimat zu befreien. Ausrüstung anlegen. In einer Stunde infiltrieren wir Sakul und vermiesen Valen ihre Feier. Jawohl. Ob das so komplett klappt, wie wir das wollen, das würde mich wundern, aber... Der Plan scheint mir doch ganz gut zu sein. Coole Sache. So, Kapitel abgeschlossen. Was kriegen wir denn hier? Implantat. Ich habe sogar noch ein besseres als das hier. Zack. Gut, wir müssen weiter. Hier war ja unser Besprechungsraum. Also ab wieder in den Militärhangar. Kann ich hier reiten? Tatsächlich. Wieder auf mein treues Towntown. Attacke, Attacke. Auf geht's. Da müssen wir hin. Alles klar. So. Mal gucken, wo wir jetzt hinfliegen. Wahrscheinlich auch wieder ein neues Gebiet, könnte ich mir zumindest vorstellen. 100% sicher bin ich mir natürlich nicht, aber wer weiß das schon, ne? Das Gebiet, das Bild jetzt hier sieht richtig cool aus, ne? Also, das kenne ich nicht. Ist es dann einfach auf Sakul oder wo ist es dann? Mag sein, ne? Sieht auf jeden Fall schick, schick, schick aus hier. Erinnert jetzt ein bisschen an so eine Hitman-Mission oder sowas in der Richtung. Finde ich, aber mal schauen, wie es läuft. Die lassen sich auf jeden Fall immer was Neues einfallen hier. Die Bühne für den Untergang meiner Tochter ist vorbereitet. Streckt sie nieder. Und dieses Imperium wird euch gehören.
genau, was ich verdiene. Als ersten Befehl werde ich von der ewigen Flotte meinen Namen in die Oberfläche Sakuls brennen lassen. Warum den eigenen Namen auf nur einer einzigen Welt hinterlassen, wenn ihr ihn der ganzen Galaxis einbrennen könnt? Wir haben Landeerlaubnis. Indo hat das mit unseren Verkleidungen wirklich gut hinbekommen. Machen wir uns schick, bevor wir landen. Och nee. Ich will doch mein cooles Outfit behalten hier. Wir sind eine Familie. Verneige dich vor dem Drachen von Sakul. Ausgezeichnete Form. Wenn ihr etwas wollt, spuckt es aus. Eure Gäste treffen ein. Sie trinken auf euren Namen und warten schon gespannt auf eure Rede. Und die Rebellen? Sind mit Schockhalsbändern geschmückt, wie ihr es befohlen habt. Die Feier muss perfekt werden, wenn ihr mich enttäuscht. Au. Sehe ich zu, wie euer Fleisch knusprig brät. Der ist nicht zu Spaß. Absolut nicht. So eine Mission gab es noch gar nicht. So eine Infiltration hier von wegen, wo man sich so wirklich undercover-mäßig reinschleicht. Bin echt gespannt, wie das jetzt umgesetzt ist. Da würde ich auch gerne mal Party machen. Ich kann in dieser verfluchten Verkleidung kaum etwas sehen. Wie sehe ich aus? Wir sind jetzt diese doofen Zarkul-Wachen. Ihr seid ein überzeugender Ritter. Ich bin nicht gerade zuversichtlich. Wie ein Allianz-Spion. Na komm, ich gebe ihm mal Mut. Ihr seid ein überzeugender Ritter. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich euch glatt für einen Captain der Ritter halten. Das verstehe ich mal als Kompliment. Finden wir Indo. Geil, jetzt sind wir hier echt so unterwegs. Haben wir gar keine Fähigkeiten? Nichts haben wir. Also so eine coole Mission. Hat er da Blaster hängen? Er hat doch da Blaster hängen. Oder habe ich die auch? Nee. Ja, wahrscheinlich alle gerade nicht benutzen. Wir gucken uns ja erstmal ein bisschen um, ne? Muss man ja auch mal genießen hier. Oh, wow, wow. Cooles Design von der Stadt hier. Na gut. Ich glaube, allzu besondere Sachen sieht man da nicht. Warum kann ich denn nicht laufen? Oder läuft der so? Der läuft ja sehr langsam gerade, oder? Da sind noch so ein paar Leute hier. Ihr habt mir nicht gesagt, dass Holonetz-Drohnen auf der Party sein würden. Ist das nicht wunderbar? Unsere Gesichter werden auf ganz Sakul übertragen. Man wird im ganzen Turm über uns reden. Sitzt meine Frisur? Naja. Ich finde nicht, dass du so cool aussiehst, Kollege. Salonlöwin. Party, Leute. Yay. Yeah. Nein? Na gut. Jetzt ist ja aber auch wirklich ein ganz schön großer Unterschied, ne? Das ist doch, die hier läuft ganz schön freizügig rum, während sie hier ganz schön edel rumrennt. Also irgendwer von euch beiden hat sich da vergriffen. Er hier läuft auch ganz schön komisch rum. Also die kommen ja aus verschiedenen Welten, so sieht mir das fast aus. Was geht hier? Oh, ganz cool. Mit so einer Brille. Ah, da ist der Teron Charm mit so einem Bart, so sieht es aus hier. Na gut, schauen wir mal. Verehrte Gäste, heute Abend feiern wir unsere ruhmreiche Anführerin, die einzigartige Kaiserin Vaylin. Hä? Warum jubelst du nicht? Ist schon ein Verräter, glaube ich, hier. Da ist ein anderer Ritter. Kein Ticket, kein Zutritt. Ende Ritterkollege. Der Diskussion. Wo ist euer Vorgesetzter? So lasse ich mich nicht behandeln. Wäre ein Ritter von Sakul, dachte ich. Dann lebst du ein spannendes, ruhmreiches Leben. Na gut, wir als Ritter dürfen natürlich sowieso rein. Guten Tag. Ey, auch mit einer ganz coolen Brille. Oh, die beiden sogar. Na, die sind nicht sehr gesprächig, die Gäste hier teilweise. Oh. Es ist strikt verboten, die Feierlichkeiten vorzeitig zu verlassen.
Aber jetzt mal ehrlich, wer würde auch so einen fantastischen Abend kürzen wollen? Alles voller Prunk. Oh, oh, oh. Boah, was hat der für Augen, Mann? Undercover Sith hier unterwegs. Sieht auch interessant aus, vom Gesicht her. Oh, cool. Gib mir mal was. Ich will was haben. Gib mir die ganze Flasche. Hier mit schönem Brunnen und schönem Kronleuchter und allem. Allem drum und dran. Muss man auch mal genießen, wenn man hier auf einer Party ist, ne? Haltet euch von der Horizontwache fern. Wenn wir nicht vorsichtig sind, erkennen sie unsere Verkleidung. Sind das da die Horizontwachen? Ne, hier oben. Er hier. Geht der weg, oder? Naja, der unterrichtet da seine Leute. Dann gehen wir halt unten lang. Wenn wir das denn können, ich hoffe mal. Muss ja irgendwie weiterkommen. Oder kam ich hierher? Nee. Huch. Na, wer kann Basic? Kann das einer übersetzen? Ich glaube, hier ist falsch, oder? Hier kann man auch nicht durch wahrscheinlich. Da ist irgendein Schildgenerator. Das könnten wir ja ausschalten, wenn man das richtig anstellt. Also es gefällt mir gerade richtig, richtig gut. Es erinnert wirklich stark an Hitman, oder? Ich finde schon eine richtige Hitman-Mission hier. So, wir müssen uns hier irgendwie durchschleichen. Da vorne ist noch eine Horizontwache anscheinend. Ah, da müssen wir auch eigentlich hin anscheinend. Da oben kommen wir nicht hin. Hier kommen wir auch nicht hin. Wie komme ich denn da dran vorbei? Interessant, interessant, interessant. Ich komme nicht in die oberen Etagen. Da war ich noch nicht. Gehen wir mal da lang. Muss ja irgendwie. Auch gar nicht unauffällig. Ritter von Sakul rennt erstmal durchs Wasser. Alles ist egal, alles egal. Schicke Statue. Ach, hier ist der Eingang, oder was? Ja, hier ist der Eingang. Das bringt mir nichts. Der einzige Weg, den ich gehen konnte, war jetzt wieder der da hinten, den ich einmal schon benutzt hatte. Oder man muss sich absichtlich fangen lassen. Das wäre jedoch auch sehr, sehr fragwürdig. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass man sich absichtlich fangen lassen soll. Hier waren wir schon, ne? Hier war dieses Schutzschild am Ende des Ganges, glaube ich. Ja, ja, doch, das war hier. Ja, vorne. Kommt man hier irgendwo? Ach, da kommt man auch noch lang. Habe ich gar nicht gesehen. Vorhin. Blindfisch confirmed. Hier ist der richtige Weg. Das wäre eine Feier zu Ehren der Kaiserin. Ich wusste gar nicht, dass es Ehrengäste gibt. Oh. Die Rockhalsbänder sind schon etwas verstörend. Aber die Verräter haben nichts anderes verdient. Krass. Gelobt sei Kaiserin Valen. Ja, hör doch mal ruhig da. Natürlich. Gelobt sei Kaiserin Valen. Was hast du denn für eine Brille auf? Die hat auch noch irgendwie so ein Mundstück hier oder was? Aber das Ding sieht ja krass aus hier. Haben sie hier noch mehr so Bestien? Ja, die Stelle hier kann man ja mal richtig genießen irgendwo. Oh, die hat weiße Haare oder was? Ja. Geil, ich will erstmal was trinken hier. Hep. Effektfehler? Was soll das denn? Ach, man kann... Der hat keine... der hat keine Animation dafür bekommen. Ach so. Na, natürlich. Mit dem kann man gar keine Emotes machen, weil die Animation nicht auf die... auf die Leute gemappt haben mit der Ausrüstung wahrscheinlich. An der Stelle. Na gut, auch nicht so schlimm. Oh, hier kann man tanzen. Geht das wenigstens? Wahrscheinlich auch nicht. Effektfehler. Schade, schade. Eigentlich kann man natürlich solche Emotes alle machen. Dann macht man ja auch solche krassen Dance-Moves wie die hier. Ich weiß nicht, wie der abgeht, ey. Sind das immer nur die gleichen Moves? Also die hier... Wundert mich nicht, dass die Abstand halten zu den beiden hier. Da hab ja sogar ich die krasseren Moves drauf. Na gut, gucken wir mal weiter. Da vorne ist noch so eine Bestie. Die wird auch noch beleuchtet, oder was ist das?
Bring mir noch einen Drink. Aaron, ich bin es doch, Nalia. Wir waren 3 Jahre lang Nachbarn. Ihr müsst mich mit jemandem verwechseln. Aber Aaron... Mit Verrätern habe ich nichts zu schaffen. Was ist jetzt mit dem Drink? Bring Aaron seinen Drink. Oh, da sind die Lounges, oder was? Eine richtig schöne Lounge, da kann man sich auch mal hinchillen mit den Leuten. Mal gucken, sagen die was? Na? Grüne Haare, rote Haare, normale Haare. Was ist hier da denn? Ach, die werden versklavt hier, das sind die Rebellen, ne? Ja, ja. Schade, schade, na gut, da können wir uns nicht hintrauen, weil da sind die blöden Superwachen. Die erkennen uns ja direkt. Gucken wir mal hier noch in den nächsten Bereich. Und jetzt passiert auch noch irgendwas. Lana, wir sind auf der Feier. Könnt ihr mich hören? Klar und deutlich. Wir haben uns in die Turmsicherheit eingeklinkt und können jederzeit helfen. Da war doch auch unser Kontaktmann eben da. Meine Lieblingsritter. Willkommen beim großen Festival der Kaiserin Valen. Wir müssen vorsichtig sein. Die Feier wird von Holonetz-Drohnen in der ganzen Galaxis übertragen. Ein Publikum für ihre Grausamkeit. Kameras könnten nützlich sein. Sie können zusehen, wie ich sie töte. Kameras könnten nützlich sein. Wir könnten das zu unserem Vorteil nutzen. Je mehr Zuschauer wir haben, desto mehr Unterstützung bekommt die Allianz. Interplanetarer Promi-Status wirkt Wunder bei der Finanzierung. Aber zuerst müssen wir die Rebellen befreien. Es wird nicht einfach werden, diese Schockhalsbänder zu entfernen. Habt ihr da irgendeinen Trick auf Lager? In der Tat. Party mit Bringsel? Ionenladungen für die Sicherheitsrelais. Aktiviert sie, während Valen ihre große Rede hält. Die Explosion wird die Halsbänder deaktivieren und meine Mitstreiter können angreifen. Das ist beeindruckend. Wie habt ihr es geschafft, Ionenladungen auf diese Feier zu schmuggeln? Ich habe unheimlich tiefe Taschen. Ich halte die Feier am Laufen, während ihr die Ladungen platziert. Sobald das erledigt ist, zeigen wir der Kaiserin, was wir drauf haben. Klingt nach einem Plan. Guter Mann, der Kerl. Auch wenn er optisch nicht so meins ist. Notiz, ihr müsst euren Verstand einsetzen, wenn ihr Valens Palast infiltrieren und Sicherheitsrelais sabotieren wollt. Erkundet die Umgebung, sucht nach Hinweisen und sprecht mit Leuten im Palast. Wenn ihr Hilfe braucht, nutzt die Fähigkeit Hinweis. Cool. Geht es jetzt auch weiter? Das ist noch eine andere Frage. Aber das ist echt wie eine Hitman-Mission, ne? Also alle Leute, die mal Hitman gespielt haben, das ist doch wirklich hier... Jetzt haben wir hier auch noch 6 Sachen, die wir platzieren müssen. Bürger. Bürgerin. Guten Tag. Steht aber auch echt das Zeug einfach rum, ne? Hier so ein Tablett noch. Wo sind hier die Kellner eigentlich? Was ist das für eine interessante Flasche? Mit einer Palme drauf? Ja, weiß ich nicht. Kann das Zeichen nicht ganz interpretieren. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir leider erst im nächsten Part. Aber ich freue mich richtig drauf. Das sieht richtig, richtig geil aus, was man hier machen muss. Gefällt mir sehr gut bisher. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin, sag ich ciao.